Anfang Mai 2011 startete die Sun Energy Europe den Bau einer Photovoltaikanlage auf Usedom. Dafür stellte die Gut Thorbruch GmbH rund 26.000 Quadratmeter Dachfläche von Kuh- und Schweineställen zur Verfügung. Von einer Senkung der Einspeisevergütung zum 1.7. ausgehend blieben dem Generalunternehmer 2 Monate zur Fertigstellung. Die Anlage hier am Standort Laböhmitz wurde am 30.06.2011 fertiggestellt. Das heißt, es ist eine Punktlandung. Wir hatten ursprünglich geplant, dass eine Absenkung der Vergütung zu diesem Monat kommt. Die ist zwar jetzt ausgefallen, aber die Fertigstellung ist natürlich aus Investorensicht trotzdem immens wichtig, zumal wir uns hier in der Hauptertragszeit des Jahres befinden. Um die ertragreichen Sonnenmonate mitzunehmen, gilt es nun, die Anlage schnellstmöglich ans Netz zu bringen. Der Netzanschluss, der ist natürlich jetzt zeitnah umzusetzen. Wir erwarten, dass am Standort Laböhmitz die 2 Megawatt wahrscheinlich nächste Woche ans Netz gehen werden. Der Standort Katschow mit 660 Kilowatt Leistung wird dann höchstwahrscheinlich in 2 Wochen folgen. Bei diesem Projekt setzte Sun Energy erstmalig auf eine eigene Unterkonstruktion, sowohl bei den dachparallel angebrachten als auch bei den aufgeständerten Modulen. Das Besondere an der Unterkonstruktion der Aufständerung und auch der parallelen Unterkonstruktion ist einfach, dass wir hier ein eigenes System entwickelt haben, was wir sehr materialsparend und kostengünstig realisiert bekommen. Standort Laböhmitz handelt sich um Ost-West-Dächer. Ostdächer sind leicht nach Norden gedreht und dadurch haben wir uns entschlossen, um den Ertrag doch noch um ein paar Prozentpunkte zu erhöhen, die Module leicht aufzuständern. Wir haben nur eine leichte Aufständerung gemacht, weil wir natürlich mit statischen Problemen hier sonst zu tun bekommen und aber auch, um die Verschattungsabstände relativ gering zu halten und damit doch noch eine hohe Leistung aufs Dach zu bekommen. Je nach Sonnenintensität können mit der erzeugten Energie ca. 2000 Haushalte versorgt werden. Wir haben insgesamt an beiden Standorten 2,63 Megawatt Leistung. Wir erwarten hier eine spezifische Leistung gemittelt. Wir haben ja verschiedene Ausrichtungen, die wir gegeneinander abwägen müssen, ca. 900 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und Jahr. Um die Energie von den Dächern ins Netz zu bekommen, setzt man auf unterschiedliche Wechselrichter an den verschiedenen Standorten. In Katschow haben wir ein Konzept gewählt mit Stringwechselrichtern. Das heißt, jedes Dach hat seinen eigenen Wechselrichter. Dort haben wir sehr viel mehr unterschiedliche Dachausrichtungen und Dachgrößen. Von daher hat es dort Sinn gemacht, Stringwechselrichter zu verwenden. Hier im Standort Laböhmitz haben wir 2 große Zentralwechselrichter, die gesamte Modulleistung auf allen Dächern hier in Laböhmitz einsammeln und wechselrichten. Von diesen Zentralwechselrichtern geht es dann mit der Niederspannung auf einen Transformator, der unmittelbar daneben steht und wird transformiert auf 20 kV Mittelspannung. Von dort geht es dann eine 250 Meter lange Strecke zur Übergabestation, die sich im Eingangsbereich des Geländes befindet. Und dort ist dann der Netzverknüpfungspunkt zum Energieversorger. Nach nur 2 Monaten Bauzeit kommt Sun Energy Europe dem Ruf der Politik nach und stellt eine weitere Quelle regenerativer Energie fertig.